Servus zu meinem nächsten Video. Heute geht es um das Thema die 5 größten Fehler beim Muskelaufbau. Durch meine Coaching-Arbeit und durch das jahrelange Training bekomme ich natürlich immer wieder so grundlegende Dinge mit, wo man sagt, es läuft total verkehrt, dass jemand keine Muskeln aufbaut. Und jetzt habe ich mal so die Top 5 von den Sachen, wo mir wirklich immer wieder oder bei sehr, sehr vielen auffallen, was da in Frage kommt, warum es bei dem einen oder anderen nicht mit Muskelaufbau klappt, hat oft ganz einfache Gründe und die möchte ich jetzt mit euch durchgehen. Also einmal zur Übersicht, ich habe es jetzt auch, dass ich ja nichts vergesse, mal kurz notiert. Zu wenig Protein ist der erste Grund, zu unbeständig der zweite, zu wenig Essen der dritte, zu wenig Pausen, Trainingspausen und zu korrektes Trainieren. Ja, du hast richtig gehört, zu korrektes Trainieren. Aber jetzt gehen wir auf jeden einzelnen Punkt ein. Fangen wir mal an mit zu wenig Protein. Ich merke immer wieder, die Leute, die wo schon länger trainieren und auch aber nicht so richtig Erfolg haben, die haben einfach eine zu geringe Proteinzufuhr und dann auch über den Tag verteilt. Also man muss sich immer sagen, okay, um eine Proteinsynthese aufrechtzuerhalten, sollte man zwischen alle 3 und 4 Stunden Protein zuführen, so mindestens 30 Gramm. Also ich rede jetzt von Muskelaufbau. In der Diät kann man das bei Frauen gerade speziell im Fall ein bisschen anders machen. Da reichen oft 3 Mahlzeiten. Aber ich bleibe jetzt beim Muskelaufbau, weil das ist ja das Thema des Videos. Sollte man so alle 3 bis 4 Stunden 30 Gramm Protein zu sich nehmen. Und das am besten gleichmäßig über den Tag verteilt, weil natürlich der Körper die Proteinsynthese nicht speichern kann, sondern allein durch Proteinzufuhr wird schon Muskelerhalt und Muskel aufgebaut. Abseits vom Training. Und das schaffen schon viele nicht. Beziehungsweise haben dann viele, okay, sie essen in der Früh zum Beispiel Haferflocken mit Milch und Obst, also haben sie relativ wenig Protein. Dann die ganze Nacht vorher hast du ja schon kein Protein. Also es sind schon mal 12 Stunden, sage ich mal, roundabout, wo man keine Proteinzufuhr hat. Und dann kommt irgendwann mal Mittag der Hammer, da isst man halt dann statt 200 Gramm Hähnchen 400 Gramm Hähnchen. Da hat man dann wieder eine Riesenmenge. Dann Nachmittag oft einmal ein Eiweißriegel oder mal einen Apfel und dann abends auch wieder eine Riesenmenge an Eiweiß. Und da denkt man sich, man hat den ganzen Proteingehalt in der Ernährung und das ist eben falsch. Also schaut, dass euch da regelmäßig die Proteine aufteilt, über den Tag verteilt und lasst es euch. Ja, schreibt es euch am besten auf einmal, dass ihr seht, wie viel Protein das ihr nehmt. Also wie gesagt, das ist so der häufigste Fehler, gerade die Proteinzufuhr, dass die stimmt. Einfach auch vielleicht einmal mittracken, dass man weiß, wie viel hat man. Also ich würde so, sage ich mal, in der Off-Season zwischen 2,2 und 2,5 Gramm Eiweiß würde ich als gut empfinden. In der Diät kann man dann ruhig auf 3 Gramm gehen, aber in der Off-Season bleibt es ein bisschen niedriger oder gerne ein bisschen niedriger. Also so, das war das Erste. Dann der zweite Punkt ist zu unbeständig. Also das merke ich, ja, das ist wirklich sehr, sehr oft, dass einfach die Leute, die machen mal 3 Wochen eine Off-Season, dann gehen sie wieder auf Diät, dann machen sie wieder Off-Season, dann gehen sie wieder auf Diät, aber das in so 3-Wochen-Rhythmus. Und das ist halt einfach viel zu kurz zum Muskel aufbauen. Sie sind immer leicht im Kalorienüberschuss und dann, jetzt wäre ich wieder fett und das kennt vielleicht der ein oder andere von sich selbst, jetzt wäre ich wieder fett, will lieber ein bisschen auf Diät, ich fühle mich nicht wohl. Dann geht man wieder auf Diät und dann kommt wieder, jetzt wäre ich aber wieder dünn, ich würde schon gerne Muskel aufbauen, ich glaube, ich muss wieder mehr essen. Und so schwimmt es ein Auf und Ab und Auf und Ab, dass man sagt, okay, da würde jetzt einmal richtig was vorwärts gehen. Also liebe Leute, lasst es dem Körper auch mal Zeit. Also ich kann da mal von mir ausgehen, meine Off-Season war, ich habe begonnen nach der Meisterschaft und war 3/4 Jahr später. Also ich habe wirklich ein 3/4 Jahr Off-Season gehabt. Die meisten
hören ja schon nach der Off-Season nach ein, zwei Monaten auf und müssen dann wieder einen Minicut oder sonst was machen. Aber so schnell baut man halt keine Muskeln auf. Bodybuilding, ich betone es immer wieder, ist ein Sprint und kein Marathon. Also man muss halt einfach mal ein Stück geduldiger sein. Man muss natürlich auch nicht ausschauen wie ein Mastschwein, das ist schon klar. Man kann da schon immer eine relativ gute Form halten, aber das Auf und Ab machst du erstens deinen Stoffwechsel kaputt und du wirst nie richtige Fortschritte machen. Wenn, dann musst du wirklich mal ergebnisorientiert, wettkampforientiert sein und einfach mal mindestens 3 Monate Off-Season. Das ist das Minimum. Selbst 3 Monate ist in einem Bodybuilding gar nichts. Also seid einfach ein Stück weit beständiger bei dem, was ihr macht, dann habt ihr auch einen Erfolg und nicht so wankelmütig sein, bitte. Dann der nächste Punkt, zu wenig essen. Das betrifft, ja, also hätte ich beinahe gesagt nur Frauen, aber es betrifft sehr oft Männer auch. Da sind irgendwelche Kalorienrechner oder man sieht in Social Media immer wieder Leute, die wo wirklich so um die 2000 Kalorien, 1800 und das als Mann und sagen dann, okay, das, man braucht nicht mehr oder man gibt sich dann auch mit dem zufrieden. Ich bin gar nicht der Typ, der wo viel essen kann. Ich will euch da mal ein gutes Beispiel erzählen. Ich habe jemanden gehabt, aus Salzburg ist er, kein Wettkampfathlet, Rechtsanwalt, ziemlich beruflich eingespannt und der war 2 Jahre bei mir in Betreuung und haben wir dann, der ist, wie groß ist der, 1,80 m sage ich jetzt einmal, hat 90 Kilo echt in einer sehr guten Form gehabt, also Bauchmuskeln sichtbar, also ich würde sagen sehr gut und hat um die 4000 Kalorien gegessen, also Stoffwechsel super funktioniert, war 4-5 Mal in der Woche im Training, hat alles ideal funktioniert. Okay, dann hat er gesagt, er will jetzt einmal das Coaching stilllegen, weil er beruflich so angespannt, er ist schwierig jetzt, dass er da das so weiter verfolgt und er hat jetzt meine Pläne und er macht das alles so ein bisschen selbstständig. Ja, das Ende vom Lied ist, er ist nach einem Jahr wieder gekommen, also das hat jetzt nichts, weil ich so toll bin, zu tun, einfach grundlegend, dass ihr mal seht, was ich meine mit Kalorienanzahl. Und dann ist er ein Jahr später wieder gekommen, war bei 3000 Kalorien, wollte sogar auf 2,5 runtergehen und hat einen richtigen Bauch gehabt, war 5 Kilo leichter und mit Fettansatz. Also er hat dann immer weniger gegessen und der Stoffwechsel hat sich dann adaptiert, hat sich an das wenige Essen dran gewöhnt. Und dann hat er mit wenig Essen hat er mehr Fett gehabt, mit 1500 Kalorien weniger am Tag, war er fetter als wir ein Jahr vorher mit der hohen Kalorienzahl. Und das allein sagt ja schon, man kann da nicht nach Tabellen oder sonst was gehen, der Körper adaptiert sich sowohl im Positiven, dass man mit der Zeit mehr essen kann und eine gute Form, als auch im Negativen, wenn man immer wenig isst, gewöhnt sich der Körper dran und die Form wird dann nicht unbedingt besser. Also versucht als erstes, eure Kalorien dementsprechend zu steigern, dass ihr da ein höheres Level habt und dann einen, wenn ihr auf Diät geht oder wenn ihr Kalorien reduziert, immer einen höheren Ausgangswert habt als normal. Weil wenn ihr dauerhaft auf Diät seid, immer Kalorien reduziert esst, dann wird der Körper sich daran adaptieren, wird sich daran gewöhnen und dann habt ihr ein Problem, dass das Essen immer weniger und weniger wird. Und dann gibt der Körper auch weniger Fett her. Also wie gesagt, macht es nicht den Fehler, nicht zu wenig essen und bleibt mit den Kalorien hoch. Aber immer so, dass die nicht fett wird. Man kann sich da adaptieren und dran gewöhnen, macht es Step by Step und ihr werdet einen größeren Erfolg haben bei mehr Essen. Dann der nächste Punkt, zu wenig Pausen. Wobei das so ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen in der Grauzone ist, die Aussage. Viele trainieren natürlich auch nicht genug, aber ich gehe jetzt von jemandem aus, der wo Ehrgeiz hat und unbedingt was erreichen will. Die stehen sich oft, also die meisten Leute, die einen richtigen Ehrgeiz haben, die muss ich meistens bremsen und lieber einen Tag oder 2 Tage mehr Regeneration verordnen.
Das Problem ist einfach, man hat den Ehrgeiz, man denkt sich, nur im Training wächst die Muskulatur und lässt den Punkt der Regeneration total außer Acht. Und das ist wirklich ein riesen Fehler. Habe ich früher auch gemacht, also ich habe in meiner aktiven Zeit, so gerade in der Anfangszeit, habe ich ja einen Sechser, also einen Dreiersplit gemacht und den zweimal in der Woche. Das heißt, sechsmal in der Woche trainiert, so typischen Push-Pull-Beine, aber nicht mit wenig Sätzen, sondern Brust 40, 50 Sätze, Arme 25, 30 Sätze. War richtig intensiv und mich da jetzt mal weggeschossen. Also Definition und Muskeln sind natürlich auch mehr geworden, aber in einem sehr geringen Verhältnis. Richtig gut ist dann bei mir erst geworden, wo ich nach Gießen zum Pitt, ist mittlerweile verstorben, Gott hab ihn selig, Pitt, und gekommen bin. Und der war so der Erste, wo dann richtig Wert auf Regeneration gelegt hat. Da haben wir als Erster gleich 6 Wochen Pause gemacht, dass ich meinem Körper totale Erholung gebe. Und dann sind wir mit 3 und dann wieder mit 4-mal Training pro Woche eingestiegen, das bei einer hohen Intensität. Und dann erst hat der Körper genügend Ruhe gehabt, auch in der Pause Progression zu machen. Man muss sich immer verdeutlichen, der Körper wächst ja nicht beim Training oder du steigerst dich ja nicht beim Training. Beim Training setzt du den Reiz, dass der Körper sich in der Pause erholen kann und noch einen drauflegt. Ich komme vielleicht dem Prinzip der Superkompensation. Wenn ihr da mal ein Video sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Mache ich euch natürlich gerne, wenn da Interesse besteht, kann ich euch mal das Prinzip genauer erklären. Dann wird vielleicht für den einen oder anderen deutlich und sinnvoll sein oder das sinnvoll erklären, wie man oder warum man eine Trainingspause machen soll. So, und jetzt der letzte und 5. Punkt in dem Video ist zu korrektes Training. Jetzt werden sich der eine oder andere fragen, ja, was will denn der? Man sollte doch korrekt trainieren. Ja, ich sehe jetzt gerade mal auf die Social Media, dass die Leute ein zu korrektes Training anstreben, beziehungsweise, ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, ein überkorrektes Training. Das machen jetzt zum Beispiel der Michael Schneider, ist ein sehr guter Bekannter von mir aus Österreich, der macht sehr viele Technikvideos. Hervorragend, spricht da überhaupt nichts dagegen und in seinem Leistungsstandard auch total sinnvoll und auch total korrekt. Aber man muss sich immer fragen, wie Profis oder wie gute Amateure dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind. Also gerade Michi hat zum Beispiel auch irre Kraft, hat Kraft-3-Kämpfer, brutale Kraftwerte und hat auch schon richtig schwer trainiert. Und dadurch hat er natürlich die Muskeln, die er jetzt hat, erreicht. Das Problem ist dann, irgendwann natürlich kann man nicht weiter unendlich mit der Progression, mit den Gewichten arbeiten. Und gerade im Profi-Niveau, wo er ist, zählt natürlich ein sehr kompletter Körper. Da wird der Körper nicht mehr nach Stärken bewertet oder so. Dann sucht man bei den Profis, sucht man, wer hat jetzt die größte Schwäche und der rutscht halt dann immer Platzierungen weit hinter. Und dann versucht man halt die Schwächen auszugleichen. Progression ist dann meistens nicht mehr so viel, aber man versucht durch die korrektes Training oder den Zielmuskel hundertprozentig zu treffen, einen anderen Trainingsreiz zu setzen und somit Muskel aufzubauen. Aber bitte, wenn ihr am Anfang steht, versucht erst einmal eine Grundmuskulatur durch Progression. Das ist die einfachste Art vom Muskelwachstum auszuführen. Und schaut schon auf Technik, das ist wichtig, aber nicht das überkorrekte, leichte Training mit Seilzügen. Wenn ich sehe, die Leute machen teilweise an einem Kabelzug, wo ein Flaschenzug mit einbaut, das ist mit 10 Kilo Lattrudern und dann im Endeffekt sind es bloß 5 Kilo. So kriegt man keine Muskeln. Das ist vielleicht einmal im fortgeschrittenen Stadium ganz sinnvoll, auch um seine Gelenke zu schonen, gerade wenn man immer mit schweren Gewichten arbeitet. Aber bitte, gerade in der Anfangszeit, versucht einfach mit Progression. Und wenn dann einmal die Technik nicht hundertprozentig ist oder einmal nicht ganz vielleicht das Muskelgefühl da ist, das hat man am Anfang die ersten Jahre ja noch nicht, dann macht es nichts. Also wie gesagt, nur durch Progression am Anfang baut man Muskeln auf
Und dann kann man sich in der Zeit dann, wenn man sagt, okay, man hat seine Grundmuskulatur, die einem reicht, oder wenn man sagt, man hat sein genetisches Potenzial so weit ausgereift, dass man nicht mehr groß Muskeln aufbaut, dann kann man sich dem verschreiben, dass man sagt, okay, man versucht entweder durch bessere Technik oder durch bessere Struktur im Training daran noch mehr rauszuholen oder die Muskeln besser auszugleichen. Also nicht zu korrekt trainieren, natürlich korrekt trainieren, aber nicht überkorrekt, und dann baut sie auch Muskeln auf. So, falls ihr noch irgendwelche Erklärungen zu den einzelnen Punkten braucht, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten abonniert meinen Kanal, dass ihr die nächsten Videos nicht verpasst, und danke fürs Zuhören und Zuschauen. Danke, Servus!